Moin, Janis hier und ich habe Seelenhirt zum ersten Mal hier auf dem Kanal. Ein Spieler aus der Schweiz, soweit ich informiert bin. Wir blitzen ein bisschen. Und ja, schauen wir mal, wie sich das ergibt. Ich habe gegen ihn schon ein oder zwei Partien, drei Partien sogar gespielt im Fernschachmodus von Lichess. Habe alle drei gewonnen. Das war nicht immer ganz so deutlich, aber schauen wir mal, wie er sich im Blitzschach macht. Na, spielt er mit mir? Hallo? Das wäre jetzt vielleicht mal ein Fall, wo ich tatsächlich 15 Sekunden geben wollen würde. Da gab es doch. Ich kann jetzt also dafür sorgen, dass er zumindest keine Zeit verliert. Auch ein schickes Feature, das gerade so Spielern wie Bastian Spielschach, glaube ich, zusagen würde. Ich bin ja jemand, der relativ hart sagt, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann hast du halt die Zeitplanung im Spiel verkehrt gemacht. Aber hier in dem Fall ist es ja tatsächlich so, dass ich da keinen Vorteil daraus ziehen möchte, dass Seelenhirt jetzt beim ersten Zug Zeit braucht. Allerdings ist er scheinbar tatsächlich verschwunden. Schade. Schade, schade, schade. Wo ist unser Mann mit dem ganz speziellen Nicknamen? Kann man die Partie jetzt noch abbrechen? Ich glaube, das geht jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich kann mal so ein bisschen durchs Lichess-Interface hier führen. Man kann das Brett drehen. Ist manchmal ja auch ganz nett, wenn man mal auf einem realen Brett das tut. Als ich früher viel over the board, also richtig am echten Schachbrett noch gespielt habe, da war das immer ein besonderer Moment, mal aufzustehen, wenn man so eine Stunde oder so am Brett schon saß und sich in seine Eröffnungslehre vertieft hatte und in seine Stellung vertieft hatte. Man hat ja irgendwie auch so ein spezielles Gefühl für die Stellung, spezielle Beziehung dazu. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Deswegen wir mal Remis. Eine spezielle Beziehung dazu und kann dann. Und kann dann tatsächlich nochmal neue Einsichten gewinnen, wenn man einmal sich auf die andere Seite stellt, mal aus der Perspektive des Gegners drauf guckt. Da sieht manche Bedrohung aus eigener, echter Erfahrung tatsächlich ganz anders aus. Von daher ist das hier auch möglich. Es hat tatsächlich auf dem realen Brett auch noch den Zusatzeffekt, dass man so ein bisschen dem Gegner ja, psychologisch auch einen kleinen, ja, Stich ist vielleicht zu viel gesagt, aber so einen kleinen Hinweis gibt, wenn man dann hinter ihm steht und aus seiner Perspektive aufs Brett guckt, was ja erlaubt ist, ist ja kein Problem aufzustehen und um das Brett rumzugehen. Aber es ist kein schönes Gefühl, wenn der Gegner umgekehrt betrachtet hinter dir steht und sich die Stellung anguckt. Aber wie gesagt, das ist erlaubt und manchmal eben auch nötig, wenn der Gegner tatsächlich an seinem Brett und auf seiner Seite klebt. Dann kann ich halt nicht warten, bis er mal irgendwie draußen ist und dann die Zeit nutzen, um quasi ungestört aufs Brett zu gucken, sondern gucke ich von hinter ihm über die Schulter. Ja, ich habe den nächsten aus meiner Freundesliste versucht, hier zum Spielen zu bewegen. Mal gucken, ob sich irgendwann jemand findet, der mit mir spielen möchte. Zur Not, in Anführungsstrichen vielleicht Dolk. Aber Dolk nur in irgendeiner lustigen Variante. Racing Kings. Auf Racing Kings habe ich durchaus Bock. Ah nein, ich meine nicht Racing Kings, ich meine, sorry. Racing Kings ist ja das Bescheuerte. Das kann ich nicht, da weiß ich überhaupt nicht, was ich tun soll. Ich meine King of the Hill, das, wo man mit dem König in die Mitte auf die Zentralfelder kommen kann, um die Partie zu gewinnen, alternativ. Und dann ist auf den guten alten Dolk in Anführungsstrichen doch Verlass. Ja, er schreibt, er ist noch am Essen. Könnte ein bisschen langsam sein, das ist doch genau in meinem Sinne. Vielleicht habe ich dann eine Chance, es steht gegen Dolk. Warte, 25 zu 7. Ich glaube, wir haben noch nie Remis gespielt. Und hier gibt es diese Serie von 9 Niederlagen am Stück, wenn ich richtig gezählt habe. Die letzten 4 habe ich gegen Dolk verloren und insgesamt eben 25 Mal schon den Kürzeren gezogen. Aber gut, das heißt ja nicht, dass man es nicht trotzdem versuchen.
darf, dass man es nicht trotzdem versuchen sollte und dass ich es nicht trotzdem versuche. Dolk geht hier gleich aggressiv los auf meinen F7 Bauern. Gucken, ob er versucht, mich hier in diese Dinge reinzulohnen. Wahrscheinlich hätte er damit sogar gute Chancen. Ich habe immer noch Verbindungsprobleme mit Leicester, das ist ein bisschen ärgerlich. Hier ist der Zug. Kann man das machen? Weiß nicht, was man jetzt gemacht gegen diesen Vorstoß. Möglicherweise ist das schon wieder ein Problem. Gucken wir mal. Gehen einfach mal wieder zurück. Dolk rochiert. Ich versuche ihm G5 zu nehmen. Sowohl für den Läufer von hier ganz hinten als auch für den Springer sind das ja, ist das ja ein interessantes Feld. Wir tauschen einmal. Immer im Hinterkopf behalten, King of the Hill Regeln. Das heißt, manches läuft ein bisschen anders als üblicherweise. Die Frage ist, ob ich vielleicht tatsächlich es probieren soll, ohne die Rochade jetzt, wo Dolk hier hat. Nächste Idee ist erstmal Läufer hier nach C5. Die Dame angreifen. Halleluja. Das ist ziemlich tödlich hier. Dame D5 hätte matt gedroht und den Turm angegriffen. So greift Dolk von E4 zwar auch den Turm an, aber er droht nicht noch zusätzlich matt. Vorerst nicht. Sagen wir mal vorerst nicht. Im Moment droht nicht direkt matt. Tja, irgendwie Platz schaffen. Beziehungsweise den Weg verstellen eher. Platz schaffen war das falsche, die falsche Formulierung. Ich habe hier größte Probleme auf F7. Warum habe ich denn die Linie aufgemacht? Das war ja total dämlich. Vielleicht geht das so gerade noch. Geht nicht. Kurz gesagt, geht gar nicht. Eieieiei. Ist das noch das Beste, was ich machen kann? Schlägt mir die Dame aber hier auch rein. Ist aufgabereif. Ist unglaublich. Ich weiß nichts mehr zu holen. Ich sehe nichts mehr. Vielleicht. Ne, da kriege ich den Turm rein. Ja, en passant. Eben, das tatsächlich nicht so häufig auf dem Brett, das kann man hier nochmal zeigen, dass er hier tatsächlich en passant meinen Bauern nehmen kann. Und das ist Gewinnzug. Ich versuche am ehesten noch den, aber ich glaube, das ist alles Katastrophe. Turm kommt hier runter und ich kann nicht mehr so richtig was reinwerfen. Jo, Glückwunsch an Dolk. Und ich gehe eben mal ans Analysebrett, um mal zu gucken, wie übel das diesmal gelaufen ist. Ich habe gegen Dolk schon länger keinen Bein mehr so richtig auf den Boden bekommen. Und diesmal war von Anfang an irgendwie der Wurm drin, dass ich vielleicht zumindest aus dieser Aktion mit, aus dieser Partie mitnehme, wo ich da in der Eröffnung den ersten, den entscheidenden Fehler gemacht habe. Okay, hier ist es noch okay. Hätte ich schon gar nicht mehr gedacht. Da hätte man schon auf ihn stürmen sollen. Allerdings hat man dann natürlich auch die en passant Problematik und dann das Schach auf E1. Aber Engine wird es schon besser wissen. Hier ist tatsächlich alles noch ziemlich spielbar. Selbst das geht noch. Der Rückzug Springer G8, das hätte ich nicht gedacht. Und dann wird es halt hier übel mit dem Zug, den ich in der Partie immerhin dann auch gesehen habe. Natürlich 3 Sekunden zu spät. Dame D5, da wäre schon alles vorbei gewesen. Hat Dolk nicht gesehen. Kann das hier nochmal spielen. Das ist aber auch wirklich unendlich dämlich von mir. Ich sehe diesen Zug, ich kommentiere den für euch und greife dann seelenruhig die Dame an und laufe in die gleiche Falle quasi wieder rein. Wobei, nein, so schlimm ist es nicht. Ich habe ihn erst hier kommentiert, aber es wäre schon ein Zug vorher gegangen. Okay, dann ist es nicht ganz so schlimm.
Doof war es trotzdem. Vor allem auch hier die F-Linie zu öffnen. Totaler Schwachsinn. Und dann macht am Ende natürlich dieser Enfant-Zug, den Dolk schön gesehen hat, macht dann den Deckel drauf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Und wenn ihr mich ein bisschen trösten wollt, dürft ihr mir einen Daumen hoch da lassen oder ein Abo. Bis dann. Ciao.